Howdy ho, ihr Lieben, und mit 35.000 Geld geht's in einen neuen Tag mit Stardew Valley. Vor allem einen richtig schönen erntereichen Tag mit Stardew Valley. Yippie-yay, wir können ernten. Und füllen wir gleich mal so richtig schön die Kiste diesmal und verkaufen das Zeug nicht, weil wir wollen damit ja noch ehrlich viele Sachen anfangen mit den Kartoffeln. Das kann man ja auch alles hier in so eine Tonne hier stecken und daraus wertvollere Sachen machen, tun. Oh, nicht nur das ist fertig, sondern ich darf auch mal die Sense benutzen. Yay. Ach ja, die schönen Momente des Lebens, wenn man mal eben ein wenig Grünkohl hacken darf. Ach, heute ist das schön. Aber, diesmal hier, ne? Alles richtig machen. So, das kann auch erstmal rein. Und zack, das ebenfalls. Ganz viel Kartoffels. Och ja, da kann man ja auch mal wieder was Neues reinpacken. So langsam geht unser Holz wieder zu Neige. Sind wir bald bei den 500, die wir dazu gekauft haben, wenn das so weitergeht. Oi. Das ist die einzige Kohle, die ich derzeit habe. Scheiße. Nee, da habe ich auch nichts versehentlich reingepackt. Eieieiei. Muss mir doch mal jemand sagen, dass ich so mit dem Kohl am Auskohlen bin. Mit der Kohle. Aber Kohl ist auch ein gutes Stichwort. Daran soll es nicht mangeln. Und das wird sicherlich von Louis sein, weil wir ja mit ihm die Freundschaft bestimmt ein paar Pünktchen dazu bekommen haben. Genau. Bade, vergiss nicht, dich gesund zu ernähren, oder du wirst nicht genug Energie für deine Arbeit haben. Ja, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin ja auch nur noch Bürgermeister. Ich war auch mal kräftiges Bürschchen auf dem Lande, aber dazu ist nur nicht mehr die Kraft. Aber als Bürgermeister kann ich dich auch belästigen. Also werfe ich eines meiner Lieblingsrezepte dazu. Benutze auf jeden Fall reife Tomaten. Louis! Ich kann machen Spaghetti. Ah, wenn ich Spaghetti bekomme, ist es sicher der Louis. Ah, die ist bestimmt Rezept von seiner Mama. Mama macht immer beste Spaghetti. Ach, da war die Katze. Du musst mal weg hier, damit ich hier sehen kann. Ich sehe nichts. Ach, diese ehrliche Zweideutigkeit. So. Und haben wir das auch gleich. Dann müssen wir noch eben den Kohl wieder ranbauen und alles wird gut. Ja, das ist das Nervige am Frühling, dass es hier kaum Pflanzen gibt, die sich selbst erneuern. Alles muss man hier händisch machen. Das ist ein wenig schade. Oh, ja, da kann ich ja mal kurz rein und mal das Wichtigste erledigen, bevor ich die nochmal zum Trüffelkacken losschicken kann. Oh, die sind jetzt alle fertig. Yay! Ich habe nur noch große Schweine. Ist das geil. Die werden so schnell groß. Da freut sich meine Trüffelproduktion aber so richtig. Da brauche ich vielleicht sogar neue Maschinen für. Muss ich mal sehen, wie das am besten geht. Ui, und wir können abermals hier schütteln den Baum machen. Und der eine Baum, der braucht noch ganz kleines bisschen Zeit, um mal Hallo zu sagen. Aber das wird schon. Ich bin da positiv eingestellt. Yay, da ist schon der erste Trüffel. Hier wird getrüffelt, bis es müffelt. So. Dann lass mich mal zu meinem Trüffel durch. Da bin ich dir sehr verbunden. So.
Und jetzt trüffelt, was das Zeug hält. Ich guck auch weg. So, habe ich denn alles gemacht, was ich wollte? Ich habe wieder gepflanzt, ja. Ich könnte noch bei Pierre vorbeischauen. Wobei, welcher Tag ist er noch nicht da? War das Dienstag oder Montag oder Mittwoch? Da haben wir es. Mittwochs geschlossen. Also heute können wir auf jeden Fall hin. Dann machen wir das doch einfach mal. Keine falsche Scheu. Es wird schon gut gehen. Dillin, 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 dillin. Geburtstag hat heute auch niemand. Das ist auch ganz gut. Aber es gibt hier offenbar was zu gucken. Kupfererz, 35 Stück bei Clint vorbeibringen. Ja, das können wir doch gerne gleich machen. Der freut sich, ich freue mich, also Win-Win-Situation am Ende. Und Grünkohl. So. Schon sind wir wieder mit guten Vorräten ausgestattet. Und irgendwas ist da ein bisschen verschwunden. Ich glaube, das war ein Hase, den ich noch irgendwie hab flitzen sehen, so aus dem Augenwinkel. Och nö. Na gut, geh schnell durch, dann kann ich durch. Aber bevor ich bei Clint vorbeigehe, sollte ich vielleicht auch die Kupfererze erstmal holen. Wäre vielleicht eine kluge Idee. Oh, und ich kann ja mal gucken, wie sieht es hier mit dem Tresor aus. 10.000, 5.000 und 25.000. Nee, das geht noch nicht ganz. Wenn möchte ich das alles am Stück machen, also heute noch kein Zahltag. Schade, schade, aber man kann eben nicht alles im Leben haben. Gott, ich klinge jetzt wie so ein alter Mann. Oh, man kann nicht alles im Leben haben. Spricht es voller Lebenserfahrung. Nee, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Und das auch gerne. Und wieso ist hier nicht mehr Trüffel? Müssten die nicht eigentlich viel mehr hingelegt haben? Bah, schämt euch was. Schämt euch was. So, irgendwie habe ich Bock. Scheiße. Ja, ich habe auf so vieles Bock. Ach komm. Machen wir das mal hier so offen. Ich hoffe, dass die nicht im Wasser landen können. Ich kann es mir nicht vorstellen, deswegen lasse ich das einfach mal so und habe dann mehr Fläche für die Viechers. Schauen wir einfach mal nach, wie was passiert. Am Ende kann es ja eigentlich nur schief gehen. So. Eine Milch habe ich noch. Und ein Trüffel habe ich noch. Nein, nicht ein, sondern zwei. So. Könnt ihr mir noch ein hier so... Ach, ihr seid doch doof. Ihr seid so eine Schweine. Wisst ihr das? So, hier einmal wieder was rein und Kupfer. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir noch zu unserem Lieblingsklint kommen. Wir können ja das Schnellreisesystem benutzen. Genau, dafür ist es doch da. Minen. Nein. Nicht Mine, Stadt will ich doch. Bin ich denn völlig deppert? Und die Antwort ist ja, ich weiß. Nee. Du hast Clint heute bereits ein Geschenk gegeben. Sammeln. Ach so, ich muss das frisch sammeln. Ha. Okay. Na toll, dann muss ich doch noch in die Mine rein.
warum auch nicht? Mine. Dann geht's hier mal in Ebene 10 rein. Das ist nicht so völlig an den Anfängen. Boah, ey, da muss doch irgendwie... Hallo, wo ist denn das Kupfer? Da ist Kupfer. Hoppala. Hey, na bitte, zumindest schnell die Leiter da. Der nächste Kupfer. Da haben wir welchen. Das ist auch noch nicht so mega berückend, also ein paar mehr Sachen können da schon kommen. Ich sehe da zumindest gleich die Leiter. So, du kommst auch mal weg. Hey! Ja, da werde ich auch noch fies angegriffen. Und noch mal einen runter. Ja, hier ist Fifi mehr. Hier fühle ich mich wohl. Ah. Können wir am nächsten Tag hoffentlich was abgeben. Da haben wir auch noch etwas. Wunderbar. Ein Topaz noch dazu. So kommt man voran. Eine Leiter ist da auch schon wieder. Perfekt. Das war mal vorbildlich. So, gibt es hier noch irgendwie was Schönes? Nö, ich glaube, das war's soweit. Jo, das können wir doch mitnehmen. Aber nichts dabei. Aber hey, 23 haben wir schon. Es geht in die richtige Richtung. Das sollte eigentlich am Ende des Tages möglich sein. Ich habe ja auch noch so viel Energie. Herrje, das wird kein Problem. Oh, da ist wieder so ein Türchen. Leiterchen. Na gut, dann werden wir nochmal hier durchforsten. Och nö, so ein Viech hier. Die will ich doch gar nicht. Die flattern einem immer so fies entgegen. So, und weg damit. Nee, ich will eigentlich gucken, ob hier irgendwo noch Kupfer ist. Würde mich geringfügig mehr interessieren. Aber nein, natürlich nicht. Gott, hier kann ich womöglich auch viel zu viel Zeit verschwenden. So. Nee, das machen wir anders. Da gehen wir einmal Mine verlassen und in die 5 rein. Irgendwo muss hier doch noch Kupfer sein. Hey. Dich habe ich da nicht erwartet. Hallo, ich will nur Kupfer haben. Gott, was für eine arschige Arbeit heute, hier Kupfer zu bekommen. Ja. An und für sich total einfach das Ganze. Ui, ein einzelnes Kupfererz. Ah, was auf dem Papier so einfach aussieht, ist dann in der Praxis manchmal irgendwie ein bisschen ekliger. Wieso ist hier kein Kupfer? Erkläret euch. Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube ja. Ah, wieder ein einzelnes Kupfer. Ein kleines Kupferchen, das wollte mal zu mir. Es brachte ein paar Freunde mit, die standen dann vor der Tür. Ah, ich glaube ja. Ach, herrlich. Genau das habe ich gesucht. Gut, ich bin ausgerüstet. Mehr will ich doch gar nicht.
frische Frucht. Nein, im Moment nicht, aber hier kann ich zu Clint bringen und alles wird gut. Dann wollen wir doch mal. Und genau, einmal hier zur Bushaltestelle und dann bin ich doch schon fast wieder zu Hause. Booyah! Base. Ja, irgendwas kann ich hier noch lassen. Hier kann ich lassen Steine. Das und das und... Ach komm, das auch. Nö, das war's glaube ich schon. Trüffelöl. Nee, wäre ganz schön, aber irgendwie nee. Das kann ich noch da lassen. Wunderbar. Ach komm, das kann ich ja schon mal unterbringen irgendwie. Von mir aus auch die Kirsche. Was soll's? Nochmal etwas Öl hier, das ich ins Feuer gießen kann. Perfekt. Dann schließen wir mal wieder das Türchen und auf geht's. Hey, so. Ja, das sind dann insgesamt 4 Trüffels, die ich da abgeben kann. Das gibt natürlich wieder ordentlich Geld und das Bömmchen kann ich auch noch loswerden. Wunderbar. Da kann ich bald auch wieder... Was brauche ich denn für was? Ja, ein Machgefäß kann ich auf jeden Fall bald wieder quasi spammen. Da habe ich ja mehr als genug Materialien für. Also, ach, Katze habe ich schon geknullt offenbar. Ich bin begeistert. Ins Bettchen gehen. Aha. Das Trüffelöl hat es definitiv gemacht. Perfekt, so wollen wir das. 7782 dazu. Reicht zwar noch nicht ganz für unser Bushaltestellenvorhaben, aber wir sind nah dran. Also, bis dann. Ciao, ciao.